klar, Bibel klar. Alles klar, Bibel klar. Ein Lob an die Schwachheit, an das menschliche Unvermögen. Wo finde ich das oder wie erfahre ich das in meinem Leben? Paulus sagt, auf mich selbst betrachtet, ich will mich rühmen, nur und allermeist meiner Schwachheit. Es gibt also etwas zu loben und zu preisen und zu danken für etwas, was ich menschlich doch als negativ, erniedrigend, ich war nicht fähig, ich war beschränkt, ich habe mir selber das Bein gestellt in vielerlei Hinsicht und sollte mich dessen rühmen? Ja, warum denn? Ja, wieso? Ist es nicht alles nur verwerflich abzutun oder ist es nicht vielmehr für meine Gesinnungswelt, für meine Herzenseinstellung so eine Schützenhilfe, so eine, ich möchte fast sagen, auch wie das Salz in der Suppe. Salz ist notwendig, eine versalzene Suppe taugt nichts, aber eine Suppe ohne Salzfade ist auch nichts. Das ist eine Komponente. Durch meine Schwachheiten wird meine Bedürftigkeit, meine Abhängigkeit, meine Kindlichkeit, es wird erst erweckt, erregt. Was dann ohne Schwachheiten? Dann ist es gar nicht vorhanden. Dann stehe ich tatsächlich in dieser enormen Gefahr, um gesinnungsmäßig auszurutschen, wegzurutschen, mein eigener großer Ego Darstellung zu bringen. Und dafür hat es so viele Beispiele in der Bibel. Und eines davon, was so beeindruckend ist, da wird zum Beispiel auf dem Berg der Verklärung Mose zusammen auf einer Ebene mit Elia dargestellt. Elia war ein Vorbild, erstaunlich. Er hat Dinge erlebt, Dinge erfahren. Da kann ich nur sagen, wow, ein Held Gottes. Nun schaue ich nur einmal, dort kommt Elia zu dem Gottesurteil auf dem Karmel. Der steht da felsenfest wie ein Leuchtturm im Gebrause des Meeres. Er steht gegen 850 Götzenpriester gegenüber einem Volk, das auf seine Frage, wem wollt ihr dienen, wer ist der wahre Gott, das Volk minderachtet ihn derart, das auserwählte Volk Israel. Sie sind so in der Irre, sie sind so abwegig, sie sind so beeindruckt von diesen ganzen Wirkungsweise eines bösen Königs Ahab und einer bösen Priesterschaft, dass sie ihm noch nicht einmal eine Antwort wert achten. Sie antworten ihm nicht. Sie reagieren nicht auf den Geist des vollmächtigen Propheten. Und nun steht Elia und wird nicht schwach in dieser Versuchung, er wird stark und er ist stark und er tritt auf, nicht wie ein unschwächlicher, unfähiger, sondern in der klaren Inspiration, in der Weisung. Jetzt wird Gottes Wunder sich bezeugen vor euch allen. Und dann betet er. Er hatte gebetet, es soll nicht regnen. Und dann 3,5 Jahre später betet er wieder und auf sein Gebet regnet es dann nachher wieder. Und nun sehe ich also eine Person, hochheilig, vollmächtig, auf dem Berg Karmel und dann später auf dem Berg Horeb, wo eine Gottesbegegnung hat. Erst ein Wind und ein Erdbeben und alles spricht und kracht und tut und macht und dann das Säuseln, das leise Säuseln Gottes. Und da ist Gott ihm begegnet. Wiederum wunderbar, erstaunlich, bewunderungswürdiger Elia. Und nun komme ich noch mit. Kann ich da noch eine Verbindung herstellen? Menschlich gesprochen fast unmöglich. Aber dann lese ich von dem gleichen Mann, Elia war ein Mensch
von gleichen Gemütsbewegungen wie wir alle. Ganz menschlich, schwächlich. Oh, welch ein Lob, welch ein Ruhm, dass es überhaupt erwähnt wird. Ich bin so froh und dankbar, dass ich hier ein anderes Bild bekomme, nämlich zwischen diesen Bergen, zwischen Karmel, zwischen Horeb, da findet sich nun ein Elia, der schwach, nichtig, verängstigt wird. Wodurch? Da schickte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm ausrichten, die Götter sollen mich strafen, wenn ich morgen um diese Zeit dein Leben nicht einem von ihnen gleich mache, also einen von diesen ermordeten, hingeschlachteten Götzenpriestern, da werde ich dich genauso umbringen lassen. Morgen bist du sicher ein Kind des Todes. Und da packte Elia die Angst und er lief um sein Leben und ging eine Tagereise weit in die Wüste hinein. Dann setzte er sich unter einen Ginsterstrauch und wünschte sich zu sterben. Jetzt ist es genug, Herr, sagte er. Nimm mein Leben von mir. Ich bin auch nicht besser als meine Väter. Ich bin nichts besser. Halt, 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 Elia, du täuschst dich, du bist total unter einen falschen Eindruck geraten und doch war es etwas ganz Wichtiges, Dazugehöriges zu seinem wunderbaren Gottesdienst. Das Schwachwerden, das Ängstlichwerden. Und da findet dieser wunderbare Mann, der so in Kontakt war mit Gott, er findet dort keine Antwort an Isabel. Da hätte er ja, Gott hätte es ihm geben können, dass er ihr sagt, hör zu, was willst denn du mich bedrohen? Du wirst deinen Fenstersturz bald, bald erleben und dann werden die Hunde dein Blut lecken, dort in Jezreel. Was denkst denn du, was bildest denn du dich ein? Für mich steht eine Entrückung bevor. Gott wird mich in himmlischen Wagen gen Himmel ziehen lassen. Was soll mir deine Bedrohung? Ist ja lachhaft, geht mich gar nichts an, berührt mich nicht im Geringsten. Nein, es trifft ihn auf eine Art und Weise, dass er derart verzweifelt, rennt um sein Leben, seinen Bediensteten, sozusagen seinen Luxus noch da irgendwo lässt, ich weiß nicht warum, vielleicht, dass es ihn hindert an noch schnellerer Flucht oder dass es ihn verraten könnte, dass er alles weglässt, weil nun geht es um seine Haut, nun hat er richtig Angst und Bange und er kommt in den Zustand tiefster Verzweiflung, um am Leben zu verzweifeln und die Tatsache, sich vor Augen zu halten, ich bin in mir selbst nichts besser als alle Väter. Ich habe genug. Hier ist am Ende mit der Gottessache. Es ist genug. Ich will nicht mehr mitmachen. Das ist mir alles viel zu schrecklich und viel zu furchtbar. Diese Bedrängnisse. Ich halte es nicht mehr aus. Herr, Herr, ich habe die Nase voll. Nicht mehr weiter mit mir. Du kannst nicht mit mir zählen. Nein, ich bin am Ende. Und dann finde ich in diesem Zustand, finde ich die Sympathie von dem, dass ich sagen kann, ja Herr, ich kenne diesen Zustand, diese Gemütshaltung von dem, ich bin nichts besser als irgendein Mensch. Ich bin Mensch, ich bin schwächlich, ich bin unzulänglich. Mir fehlt so viel. Herr, eben noch hat er die Wunderwerke getan. Und weiter wird er ziehen auch zur Gottesbegegnung. Und mittendrin ein verzagter, völlig am Boden zerstörter Elia. Elia. Und das ist nicht Sünde, dass er jetzt total sündhaft und sich dann Buße tun müsste, sondern nur es ist eine Balance in seinem Leben, die ich auch bei Paulus finde. Wo Paulus, wir wissen es, von einem Engel Satans geschlagen werden muss, gepeinigt, malträtiert wird.
Warum? Damit er sich dieser göttlichen Dinge in seinem Leben nicht überhebt, sich nicht einbildet. Aber ich bin doch weitaus besser als so viele andere Menschen und Christen und was weiß ich. Nein, nein, nein. Du musst die Gemütshaltung der Demut dadurch erfahren, dass du etwas Rühmenswertes bekommst in dein Leben hinein, worunter du leidest, was dir wehtut, aber was dir hilft zu begreifen, wenn ich schwach bin in mir selber, so kann mein Gott stark sein. Und darum bin ich guten Mutes inmitten dieser Schwachheit, kann man sich das denken? Guten Mutes in Verfolgung, in Misshandlung, in Leiden, in zu kurz kommen, da bin ich noch guten Mutes. Aber wieso, da vergeht doch gerade der Mut. Da hockst du unter deinem Ginsterstrauch und weißt nicht mal ein und aus. Nein, nein, da bleibe ich im Geist auf der rechten Ebene, auf der rechten Basis von ich brauche Hilfe, ich bin es nicht in mir selber. Keinesfalls, Herr, mein Gott. Und dann sehe ich, kommt es zu einer lobenswerten, rühmenswerten Schwachheit, die hinführt immer wieder zu dieser engen Anklammerung an mein Gott, mein Gott, mein Gott, ich brauche dich und ich liebe dich darum, dass du mich als Mensch verstehst und dass ich dich in dieser Weise so verstehen darf, dass wir einen Annäherungspunkt haben. Wir sind Gleichgestellte, Gleichgestellte in dem durch Leiden unserer Menschlichkeit. Das hast du voll und ganz auf dich genommen. Und das hat ein Elia zwischen Horeb und zwischen Karmel. Er hat das Tal mitgenommen und es wurde ein Segenstal. Das Engelsbrot wurde ihm dort gereicht, die Kraft, um zu Fuß zu gehen, den langen Weg. Und er bekommt das Vermögen nicht aus sich. Er bekommt es von dem Heiligen Geist. Und dann sehe ich, das ist es, was ich nötig habe, nicht zu verzagen, nicht zu sagen, es ist genug, ich will diesen Weg Gottes nicht weiter verfolgen, ich höre auf, ich schmeiß die Flinte ins Korn, nein, 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 sondern mich dem anzuvertrauen, der so ein tiefes Mitgefühl mit meinen Schwierigkeiten, mit meinen Handicaps, das hat er. Und dann teilt er mir mit, ich bin so wie du durchgegangen. Und es ist ein Weg, den kannst du genauso gehen wie ein Elia. Und da gibt es noch viele so kostbare Beispiele in der Bibel. Menschen sind schwach, schwächlich zur Kraft Gottes gelangt. Sie sind zunichte, abgezapft, entledigt, frei geworden von sich und durch den Prozess in die tiefste, allernächste Nähe Gottes, in die Verbundenheit, in das Glaubensheldentum hineingekommen und dort geblieben.